Ladies and Gentlemen, willkommen zurück, endlich zu einer weiteren Folge vom TBP Trivolos Big Pack. So, es ist längere Zeit nichts mehr gekommen hier. Also TBP, sowohl TBP als auch normal. Dazu erst einmal, TBP hatte so ein Problem, wir kamen einfach nicht richtig auf den Server drauf. Da gab es anscheinend einen Fehler mit der Map, da wird aber der liebe Street euch ein bisschen mehr erzählen können. Da habe ich so momentan null Ahnung, was hier ablief. Warum es generell bei mir in letzter Zeit überhaupt nichts auf dem Kanal gab. Ich hatte zu viel Stress und diesmal ist es überhaupt keine Ausrede. Extrem viel Stress von der Schule aus. Also das war echt nicht feierlich, was hier abging. Okay. Aber jetzt will ich auch heute mal erstmal wieder so ein bisschen näher reinklotzen. Und habe mir jetzt mal was überlegt. Von den Skeletten. Auf jeden Fall, wir haben hier schon mal einen formschönen Tank, soweit es geht. Den wollte ich jetzt noch fertig bauen. Damit hier das, das Brine hier reinfließen kann. Oder seit das Chlorin. Damit wir das schon mal ablaufen lassen können, damit wir schon etwas zur Vierfacherzverarbeitung machen können. Also die Maschinen schon mal soweit. Da würde ich dann mal hier oben irgendwie so einen Tesseract hinsetzen, damit das hier reinfließen kann, damit sich das anstaut. Und ich würde dann erstmal schon mal jetzt hier die Maschinen, na wie heißen sie? Ich habe wieder so ein paar Wortfindungsstörungen, ist ja langsam nichts mehr Neues bei mir, aber. Ja, Gott. Mein Gott, heute habe ich echt auch. Also, ich bin auch erstmal schon mal so ein bisschen erkrankt, würde ich es nennen. Ich stehe nämlich kurz vor einem grippalen Infekt und bin dann heute mal lieber zu Hause geblieben. Hab dann gedacht, komm, bevor das so extrem ausatmet, ruste dich heute mal was aus. So, ich wollte mich jetzt einmal schnell hier rüber. Hier, ich wollte die Ärzte. Die erste Vierfache wollte ich schon mal anfangen und dafür wollte ich auch ein paar die Maschinen, die wir jetzt schon haben, schon mal zu Factories machen. Damit wir das schon mal haben und dann wird das Ganze auch gerne jetzt mal endlich schöner aufbauen. So. Entschuldigt schon mal irgendwie die FPS-Einbrüche, mein PC ist, muss ich echt irgendwann mal komplett wieder überholen, aber da habe ich so ein paar Problemchen mit, die sich Money nennen. Müsste ich warten, bis ich jetzt Weihnachten ist, dann kriege ich jetzt wieder was Geld. Und da werde ich mal schauen, dass ich mir dann irgendwie den PC was aufrüste. Bin ich jetzt hier? Oh, perfekt. Nur noch 2-3 Meter weiter und wir haben es. Habe ich jetzt irgendwas Wichtiges weggemacht? Ich hoffe nicht. Okay, die schließe ich dann jetzt hier an. Gehe dann hier einmal rüber. Das wird auf gar keinen Fall reichen. Ne. Da brauche ich noch ein paar. Dann mache ich mir hier einmal eine provisorische Treppe mit einem Jump'n'Run-Style, gehe ich mal von aus. Machen wir mal schnell einen Abel. Ich hatte da selbst, glaube ich, noch ein paar von den Teilen, oder? Hatte ich hier welche? Nein. Hier sind leere. Habe ich hier drin gehabt. Echt keine mehr dabei? Oder überhaupt? Da kann man da jetzt nicht erzählen. Okay. Wieso ist hier drin? Aber okay, anscheinend habe ich doch keine mehr.
kaufe ich euch immer noch nicht ab. Boah, meine Ordnung hier ist so genial, das ist unglaublich. Ja jo, dann werde ich wohl neue machen müssen. Boah nein, fick dich doch. Bin ich dieser wundervolle Drücker mittlerweile übelsterweise nervt. Ich komme aber nicht auf klar, dass wir keinen mehr haben. Ja jo, dann schmeiß mal die schon mal da rein. Dann crafte ich jetzt gleich nochmal ein paar neue. Aber sonst der Redstone. Gut, gut. Während das dann jetzt am Durchlaufen ist, könnte ich eigentlich dann schon mal mit den Maschinen anfangen. Haben. Das hatte ich eigentlich schon noch. Also das kann ich schon mal schnell hier die Conduits machen. Nein, es sind keine Conduits mehr, es sind Flux-Duct. Merk es dir, du Spaggo. Mein Gott, der Typ kriegt mich heute wieder auf, das ist unglaublich. So, nehmen wir die schon mal mit. Gut, die haben sich gestackt. So, die nehmen wir jetzt erstmal mit. Und dann schauen wir mal nach, ob wir das jetzt auch schon hier wundervoll hinkriegen. Ich bin mir gar nicht sicher. Ja, okay, ich glaube nicht, dass das reichen wird. Okay. Ich glaube, das könnte man generell von unten laufen lassen. Ja, das sollte gehen. Diese hier unten anschließen und dann einfach die. Ja, das könnte klappen. Die Erze können wir, lassen wir dann ja so einfach so durchlaufen. Ah, die kannst du auch zwischen platzieren, wusste ich gar nicht. So, jetzt müssen wir da hinten irgendwie nur noch so eine Art Schleife entwickeln. Sie sich hier verwenden, was sie eigentlich schon tun, aber die Energie geht nicht ganz durch. Dann machen wir das jetzt anders. Die hier powern ja noch, oder? Ja, die haben genug Power dann. Lava drauf haben wir hier auf Reserve. Wow, ich gehe das Ganze mal taktisch an. Kennt man ja gar nicht von mir. Ja, das kann ich eigentlich mal irgendwie bald auch mal irgendwie entweder entfernen oder bearbeiten. So, wie sieht das jetzt hier aus? Das könnte reichen. Gut, das da hinten wird es wird heute erstmal radikal umgebaut. Weil das gefällt mir langsam überhaupt nicht mehr, der Status. Dann machen wir das auch so. Die hier. Auch erstmal da entfernt werden. Ich will weg von den Lappi-Conduits. So, jetzt wird hier auch wieder gepowert. Und wir dürften dann hier hinten jetzt auch mal den Saft drauf kriegen. Jawohl, die haben Energie. Lassen wir das schon mal hier so entlang gehen. Dann können wir hier eigentlich einmal so weitestgehend was dicht machen. Ich mache jetzt erstmal noch nicht so viel. Ich werde mal schauen, das könnte ich aber so machen. Und ihr seht mich schon, dass ich jetzt gleich wieder am Aufreißen bin. Ich schätze mal, ihr auch schon. Okay, wie machen wir das dann? Erstmal, komm. Der Dienst dann hier, den kann ich mal wegwerfen. Genau wie den Kobbel und das und das. So,
Was brauchen wir alles? Alter, ich bin schon bei 10 Minuten. Wollt ihr mich verarschen? Ich hab... Boah, das ist unglaublich, wie schnell das heute wieder geht. Okay. Also. Wir brauchen... Naja, nicht die Basic mache ich. Wir machen Factories. Fuckoch. Factory. Na. Hier sind sie. Und zwar brauchen wir erstmal dafür da hinten alle Maschinen. Dafür nehme ich mir jetzt schon mal den Crescent Hammer, den ich im Inventar habe. Ich glaube, der dürfte in einer der Maschinen da sein. Maschinen, in einer der Truhen da sein. Nope. Jupp. So, und ich weiß jetzt nicht, wie sich das verhält. Ich werde auch hier erstmal die ganzen Upgrades rausholen. Gut. Du bist fertig. Hier die Upgrades raus. Gadget mit Shift. Nee. Ich kann nicht alle auf einmal rausholen. Du bist fertig. Komm, die Sachen, die ich jetzt mal gerade hier nicht brauche, mache ich aus dem Inventar unten mal hier rein. Na? Hab ich jetzt eine Übersicht. Crusher. Bist auch fertig. Die Purification Chamber. Weg. Haben wir hier Upgrades reingetan? Ja. Sehr schön. Und den nehmen wir mit. Und das hier kommt dann jetzt auch schon mal so weit, das geht alles mit. Komm. Die Truhe. Und dich nehmen wir auch mit. Und bloß nicht vergessen, den Soundmuffler. Ja, heute kommt ja die komplette Umbautour. So, und ich sehe mich schon komplett, dass ich auch vergessen werde, wo welche Maschine sein wird. Deswegen werde ich da auch Schilder hinpacken. Aber zuallererst hätte ich schon mal hier den Zaun mal rein. Der kommt hier. Hier sitzt er gut. Das haben wir. Okay, wir brauchen die Basic Factory erstmal. Dafür brauchen wir die Maschine. Control Circuit, Eisen und Redstone. Noch mit Enrichment, Crusher, Smelter und Purification Chamber. 4 Stück, also brauchen wir 8 Eisen. Wir brauchen 8 Control Circuits und müssten 16 Redstone sein. Die 48 nehme ich jetzt mal mit für die Fluxducts. Ich muss mich noch umgewöhnen. Und dann 8 hiervon. Dann sollten wir die jetzt hinkriegen. Ich schmeiß mal die schon mal hier wieder rein, das Redstone. Alter, ich bin so organisiert gerade. Das kennt man ja gar nicht von mir. So. Purification Chamber. Das passiert jetzt einfach so schon. Basic Purifying. Basic Smelting. Basic Crushing und Enrichment. Okay. Gehen wir auch auf die nächste schon gehen. Advanced. Da brauchen wir jetzt schon Osmium, Enriched Alloy und Advanced Control Circuits. Mal schauen, ob wir die hinbekommen. Aber Vorrat, ha? Das könnte knapp werden. Auf jeden Fall wieder 8 von denen. Elite mache ich jetzt erstmal noch nicht, das werde ich irgendwann anders machen. Okay, wir brauchen 8 von denen. Okay, so angeordnet.
so und das so. Und dann hier die Basic Purifying. Wird zur Advanced. Und wird erwartet, Advanced. Oh, das ging jetzt heute echt mal verdammt schnell. So. Jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das Ganze jetzt platziere. Also, Smelting kommt zuletzt. Also, die Smelting, hier ist sie, die kommt hier hin. Ist das Wort gepowert, sehr schön. Dann kommt die Enriching Factory. Purifying war... Dann kommt hier Crusher und hier. Das sollte so stimmen. Bei denen hatte ich irgendwie, glaube ich, alles 4. Die Upgrade-Knüppel ist jetzt hier schon mal rein. Ups. Blub und Blub. Oh, hier schon die nächsten. Ah, noch einen Moment. Speed. Hier die Speed nochmal rein. Ah, nee, das hat der Falsch jetzt eigentlich nicht. Und dann hier auf Speed. So, der braucht jetzt aber noch Gas, wenn ich mich recht erinnere. Ja, Gas, nicht Gas. Gas. Okay. Da würde ich am besten wieder den Aquarius nehmen. Den Heat Generator braucht man eigentlich nicht mehr. Oder weiß, wie wir das machen. Das machen wir jetzt ganz einfach. Da drüben ist ja noch ein Reservoir, was wir nicht mehr brauchen. Gehe ich jetzt mal von aus und wenn ich mache einfach ein neues. Und ich mache einfach darunter den Aquarius. Ich finde, das ist dann jetzt hier besser aufgebaut. Electrolytic Separator platziere ich dann hier. Ne, Moment, aber so nicht. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Wie mache ich das? Okay, also. Nein, dich wollte ich ja schon noch. Okay, der ist mit Oxygen gefüllt. Kann ich das einfach so noch? Klappt das? Nein, der verliert. Okay, gut zu wissen. Dann hole ich jetzt einfach mal hier die... Habe ich hier gerade 2 Eimer dabei? Boah. Auf die Nachkommastelle genau 2 Eimer. Boah, heute bin ich gerade richtig im Klo. Heute bin ich gerade. Was wollte ich jetzt? Ah ja, die Flakfakt. 24, sehr schön. Die Koko brauchen wir gerade nicht. Ey, jetzt mal mehr, was ist heute mit mir los? So organisiert, das kennt man ja gar nicht von mir. So, der hat Energie. Dann mache ich jetzt hier das Reservoir hin. Ah, das war falsch gesetzt. Blub. 1, 2. Und dann machen wir einmal hier nach. Und dann sollte der
Der soll ich jetzt kriegen. Sehr schön. Dann machen wir das hier einmal so zu. Halt. Machen wir noch nicht zu. Ich glaube, ich habe hier, ja. Okay, Dumping Excess, sehr schön. Der gibt dann einmal ab. Dir verpassen wir dann noch die vier Energy Upgrades. Gut, dann machen wir dann auch schon mal den ersten Teil hier soweit fertig. Dann kommt jetzt hier als nächstes eigentlich der Weg von der Vierfacherbverarbeitung. Fünffach bin ich immer noch so am überlegen, ob ich das machen soll oder nicht, aber das ist nicht euer Problem. Euer Problem ist jetzt erstmal leider, dass diese Folge vorbei ist. Und dann würde ich sagen, würde ich erstmal sagen, was ist das für diese Folge? Wenn euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen oben. Wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.